Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Ja, ich habe jetzt gerendert, es lädt hoch und naja, ich spiele einfach mal weiter, wa? Ja, wir haben die Genio Force vernichtet. Ja, Son Goku hat auf die Fresse bekommen und wir sind jetzt gerade dabei. Wow, das ist schon wieder echt nicht lange her und er hat überhaupt gar keine Gedanken. Passt überhaupt auf? Hier, wir müssen mit dem Ältesten reden. Ja genau, Dende ist hinter uns her. Oder ist auf dem Weg zu uns, damit er uns sagen kann, wie das geht. Dass wir hier Shenlong rufen oder wie er hier auch heißt, den habe ich schon wieder vergessen. Hallo, wer bist du? Kann ich helfen? Bitte nichts Suchquest-mäßiges. Mann, sie müssen noch irgendwo sein. Die Freezer-Armee. Verdammt, sie haben mich gefunden. Wir müssen ihn erledigen. Du hast einen geheimnisvollen Freezer-Armee-Soldaten entdeckt. Schalt ihn aus, bevor er irgendetwas Schlimmes anrichtet. Für 23 EXP töte ich hier jeden, der auch nur annähernd auftaucht. Abtrünniger Koch Melone. Oh Gott, das klingt jetzt schon wieder furchtbar. Okay. Wollt ihr mich herausfordern? Wollt ihr wirklich kämpfen? Verdammt! Der hatte ja mal gar kein Leben. Nein, aber... Hä? Der Typ ist ein Schwächling. Ich gebe auf. Ihr gewinnt. Lass mir Ruhe. Aber was? Wollt ihr jemanden treten, der am Boden liegt? Nein, das machen wir nicht. Dann lass mich in Ruhe, ja? Okay. Wow, ihr habt tatsächlich auf mich gehört. Moment. Ihr gehört gar nicht zur Freezers Armee, oder? Ich erkenne euch nicht. Ach so, das dachtest du wahrscheinlich wegen dieser Uniform. Hey, wollt ihr mich etwa reinlegen? Ich dachte, ihr wollt mich zurück zur Basis bringen. Entschuldige die Verwirrung. Na, solange ihr es nicht nochmal macht. Oh Mann. Moment, warum entschuldigen wir uns bei ihm? Was macht ein Soldat der Freezer Armee hier draußen? Und warum machen andere Soldaten dir Angst? Wie ich schon sagte, ich dachte, ihr wolltet mich zurück zur Basis bringen. Ich bin ein prominenter Koch bei der Armee. Ihr habt doch sicher von mir gehört, oder? Ich bin der berühmte Koch Melone. Wir haben leider noch nichts von dir gehört. Was? Ich muss wohl noch etwas an meiner Berühmtheit arbeiten. Aber egal, ich habe mich der Armee nur angeschlossen, um zu diesem Planeten zu gelangen. Auf Namek habe ich nämlich Zugang zu besonderem Obst, das es ausschließlich nur hier gibt. Ich wollte es unbedingt haben, aber also habe ich mich vor der Armee entfernt und danach zu suchen. Darum hattest du Angst, dass du wieder zurückgeholt wirst. Ich hatte keine Ahnung, dass sich solches Obst auf Namek befindet. Wenn ihr mir helft, könnt ihr es mit eigenen Augen sehen. Es ist kein Trick, ich schwöre. Was meinst du, Krillin? Wie ich dich kenne, willst du diesem Typen wirklich gerne helfen, oder Son Gohan? Musik für meine Ohren, vielen Dank. Also, ich suche Ekelmelon, Ayasian, Orangen und Rollo-Nüsse. Also, wo finden wir dieses Obst? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon unterwegs. Aber laut dem Computer befindet sich die Melonen in felsigen Gegenden. Und die Orangen, ziemlich skurril, wachsen hier offenbar an den Wurzeln von Bäumen. Abgefahren, oder? Und die Rollo-Nüsse? Richtig, Rollo-Nüsse wachsen auf Bäumen im Hochland. Um zu reifen, fallen sie runter und rollen weg. Also finden ihr sie wahrscheinlich weiter weg von den Bäumen. Aber keine Ahnung, wo genau. Sie scheinen sogar bis ins Meer zu rollen. Ja, kann sein. Das sollt ihr auch nachschauen. Findet jedenfalls alle drei Obstsorten, dann bekommt ihr eine Belohnung. Okay, wir finden die drei Obstsorten und bringen sie hierher. Lasst mich nicht hängen. Yay. Haben wir irgendwas davon? Ich bin mir, glaube ich... zweifelsohne sicher, dass wir nichts haben. Jo. Ja, ich hasse Suchen.
Aber ich habe gelernt, die Dinge kaputt machen. Wenn er sagt, am Fuße der Bäume, Wurzeln der Bäume. Nee, du kannst das nicht handeln. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Warte, so. Weil so werden wir bestimmt wieder einen Scheiß finden. Boah. Mann, ich muss euren Koch doch helfen. Erholungsdruine hat einen Verbündeten geheilt. Ah, wie süß. So, ein paar EXP. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte, wo das hier... Okay, da ist mehr, da... Hier scheinen aber die... Das Gebirge zu sein, oder? Okay, fliegen wir jetzt mal weiter. Ich hasse es. Da kann es nicht so sein. So, im Meer. Gucken wir mal im Meer nach. Was auch immer jetzt hier. Da liegt was. Da liegt doch tatsächlich was. Na, das ist das Ding, was in. Das sind Rollonüsse, wa? Das ist Rollonuss. Das ist eine Rollonuss, oder? Sie war also wirklich im Meer. Aber wow, das Ding ist hart. Kann man die überhaupt aufknacken? Abknacken vor allem. Oh, ich kann da gar nicht durchfliegen. Entschuldigung, ich wollte jetzt ganz knallhart da durch. Wir fliegen erstmal nochmal weiter. So, der Rest war irgendwas mit Bäumen. Kann ich nicht schießen? Jetzt kann ich schießen. Oder? Ich habe das schon wieder... Oh Gott, ich kann mir aber auch echt nichts merken, ne? Da. Schon was gemerkt. So, das ist... Das Ding. Das ist wahrscheinlich eine Ayasa-Orange. Ha, das riecht wie eine Blume. Okay, sieht ja bis jetzt gut aus. Bis jetzt muss ich sagen, sind wir gut vorwärts gekommen. Selten so viel Glück. Das andere soll... Ach, da ist es schon. Oh, nice. So schnell gefunden. Ich freue mich wie ein Schnitzel da. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Ah, gut. Ich hab's einfach mal gemacht, weil wir jetzt aus Versehen eingesammelt haben, ne? Ist ja hoffentlich nicht das Problem. So. Oh, wir haben sogar gleich alles gefunden. Wir mussten nichts aufbuddeln und nichts. Geil. Eine Ekelmelone. Das muss eine Ekelmelone sein. Sie ist ganz schleimig. So, jetzt haben wir alles. Okay, jetzt geht's wieder zurück. Das ist doch super. Ich habe in meinem Leben noch nie so schnell irgendetwas gefunden hier. Wir sind zurück. Ich glaube, wir haben alles gefunden, wonach du gesucht hast. Hehe, gute Arbeit, ihr zwei. Ihr wart anscheinend die richtigen Leute für den Job. Hier, bitte. Mal sehen. Ekelmelone, ein bisschen das saftige Fruchtfleisch und ihr köstlicher Saft schickt die Geschmacksnerven auf eine Reise in eine andere Welt. Für die meisten ist es nur eine leckere Frucht, aber eine bestimmte Spezies wird beim Essen in eine Art Rausch versetzt. Wow, das wusste ich nicht. Eine Ayasa-Orange, ihr überwältigend süßes Aroma, wird von frischem Orangenduft ergänzt. Natürlich schmeckt sie noch besser. Und ihre weiche Haut ist auch gar köstlich.
Außerdem lösten sie eine besondere Reaktion im Körper aus, die die Kraft des Essenden vorübergehend auf um ein Vielfaches erhöht. Aber genau wie bei der Egemelone gibt es diese Wirkung nur bei bestimmten Spezies. Wieso redest du ständig von einer bestimmten Spezies? Welche Spezies meinst du denn? Hast du dir das da etwa noch nicht zusammengereimt? Warte. Genau, ich meine meine Spezies. Wow, seine KI ist viel höher als bisher. Seht ihr, ich habe nicht übertrieben, als ich die Auswirkung der Früchte auf den Körper beschrieben habe. Ich fasse es nicht, er hat uns reingelegt. Aha, was für ein tolles Gefühl. Und jetzt seid ihr zwei dran. Für euch gibt es den ultimativen Fruchtsaft. Was? Dank meiner neuen Kraft bin ich jetzt stark genug, um diese Rollnuss zu knacken. Aber die Melone wird den Saft mit ihrem reichen Aroma ergänzen. Und der Duft der Orange wird das Getränk abrunden. Ist in Ordnung? Ja, mein Körper war wohl doch besonders anfällig für die Wirkung der Frucht. Jedenfalls ist der Saft jetzt fertig. Hier, nehmt ihn als Dankeschön für eure Hilfe. Sangoan, ihr habt den ultimativen Fruchtsaft erhalten. Danke. Ich bin fix und alle. Ich glaube, ich lege eine kleine Pause ein. Hoffentlich kann ich mit diesen Zutaten noch etwas anderes Leckeres kredenzen. Dieser Typ, steht wirklich auf Essen, hm? Ich dachte echt, dass er gegen uns kämpfen würde. Ich auch. Ich hatte schon angefangen, meine KI aufzuladen. Er wirkte echt, als ob er was im Schilde führt. Ja, und seine Lache klang echt böse. Was starrt ihr mich so an? Lass das. Ich weiß, dass ich ein berühmter Koch bin, aber ich werde ja ganz rot. In der Freezer-Armee gibt es wirklich seltsame Typen. Ja, gut. Naja, eine D-Medaille und ein bisschen Kram. Und Level Up, das ist wichtig. Vielleicht sogar kriegen wir einen Stufenaufstieg. Das wäre zu viel verlangt. Okay, Entschuldigung. Ich wollte nicht zu viel verlangen. Es tut mir leid. Es tut mir so unendlich leid, dass ich jetzt hier abhaue. So, wir haben... Eigentlich können wir auch gleich rein theoretisch den Suppensaft mal trinken, oder? Wir haben ihn ja bekommen. Oder nicht? Ultimativer Fruchtsaft. Stellt 30% TP wieder her. Also gut. Das ist ja doch nicht ganz so. Können wir essen. Fruchtgelee. Nam, 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 nam. Kriegen wir mal Kugeln, aber ich brauche nicht wirklich Kugeln. Ich mache es einfach nur, weil ich so ein harter Hund bin. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich muss jetzt weg. Ups, das ging aber schnell weg. Someone's on the move. Wait, that power. It's Dinde. Krillin, go on. What are you doing here? Well, we finally collected the Dragon Balls, but we can't do anything with them. So, we thought we'd head to Guru's place and ask him what to do. I knew it. This is perfect. Grand Elder Guru told me to find you two and tell you how to use the Dragon Balls. You won't be able to make a wish unless you say it in the Namekian language. Namekian, huh? I guess that would explain why it didn't work before. We need to hurry. Grand Elder Guru doesn't have much time. Frieza might be on his way here as we speak. Right. Oh yeah, what about Vegeta? He said he was gonna rest up, right? Yeah. He's probably still sleeping. Good. We gotta make sure we're extra stealthy on the way back. Extra stealthy. Kann sie auch einen Burger mitbestellen? Einen Burger mit extra stealthy, bitte. Made it. So how's Vegeta? Tötet ihn. He's still sleeping. Jetzt mal ganz so doof gefragt. Kann man ihn jetzt nicht einfach die Kehle aufschlitzen? Ich frage nur. Für Freund. Share of battles recently. Now's our chance to leave him here and go make our wishes. We gotta grab the Dragon Balls and make our way out of here without waking him up. Even if Shenron wakes him up, we should still have enough time if we're far enough away. All right. It looks like Vegeta doesn't even know we're here. Yeah.
Someone's coming this way. They're super fast. Yeah. It's Frieza! Hurry, Dedede. Do what you need to do to help us make our wishes. Right. Takarapto Popurunga Puperito Paro! They're glowing! And the sky! It's getting dark! Just like the Dragon Balls on Earth! You who have gathered all 7 Dragon Balls, now state your wishes. I shall grant you any 3 wishes that are within my power. Whoa! That Namekian Shenron is one generous dragon! Hurry! Tell me your wishes before Vegeta or Frieza get here! Right. First, ask him to bring back everyone on Earth who was killed by the Saiyans! Banda Parura, Rutimeraru, Fanparitsu, Humeritohero, Runchiro, Itash Kunchpa, Pontero, Rupche! I am unable to grant that wish. I am only capable of bringing back one person at a time. What? Oh no! It seems they can only wish back one person at a time. Hey, let me talk to Gohan. Hurry! Okay. Place your hand on my shoulder to talk to him. Thanks. Gohan! Can you hear me? It's Piccolo! Mr. Piccolo? Listen up and listen good. Okay? I know what's going on there. That first wish of yours, use it to bring me back. If I'm back, then Kami will be as well. You have to trust me on this. We can use the Dragon Balls on Earth to resurrect everybody else. We can bring them back. Yeah, that's right. I totally forgot about that. And as for the second wish, you have to make him send me to Namek. I want to make that wretched Frieza suffer slowly for slaughtering my people. I'm a lot stronger now thanks to the training I've done. I know I can beat him. You have to warp me to Namek. Okay, Mr. Piccolo. Good. Do whatever you want for the third wish. Ice cream. Dende. Großen Becher. Ask him if he can bring back Piccolo. He was a Namekian that used to be on Earth. Okay, you said his name was Piccolo, right? Tetorapto Hoto Piccolo, Pupimero Papi Moposo, Patorate Morimpe, Kuri Pupas, Kuya Kirigo! Ooteku Horoksa, Pero Pupo! Understood. I will grant your first wish. Kame! Piccolo, what is this? What in the world are you up to? For our second wish, please ask him to take Piccolo, the guy we just brought back, and then warp him straight here to Namek. Okay. Terumopora akororu, stenonipuro, hikororu magaka, tamakaroru! Consider it done. I shall grant your second wish. So, this is planet Namek, the home of my people. Not sure why, but there's something familiar about it. Now's not the time to get emotional. I need to find Gohan and the others. I'm sensing a massive energy in the distance. Oh,
It must be that monster Frieza. I sense three huge powers near there. They've got to be Gohan and the others. Hey, Piccolo kriegt XP 643.000. Davon geht er ja bestimmt ein paar Level ab, wa? Da freut er sich doch bestimmt. Aufstieg! I thought for sure Frieza was on his way here. But what the hell is going on? Why is it dark outside? There's no night on this planet. What the hell is that monstrosity? Those Dragon Balls and those twerps, they're gone. That beast must be the Shenron creature those two were talking about. Ugh, I can't believe they took the Dragon Balls right from under my nose. Damn them! Pissed. Your second wish has been granted. Now, state your final wish. Wait, he granted our wish? Then where's Piccolo? Well, you did ask to have him sent to this planet, but you didn't say where. Did you want me to have him sent here? Oh no, now what are we supposed to do? Oh, you actually thought you can trick me? You're going to pay for that! How could you be so stupid? Get it through your head! Frieza can't be defeated unless I'm immortal! Wait. We get three wishes. So that means there's still one left. What are you doing, Gohan? Well, now that's what I like to hear. Now then, make me immortal. Frieza's already on his way here. Hold on. Do you not have a final wish? Oh man, we're out of options at this point. Hurry, Dende. Grant Vegeta's wish. I hate to admit it, but he's our best shot at getting out of this mess. Okay, I'll ask Purunga. Yes, finally! Frieza has no hope of beating me now. Even if I don't have the strength to beat him, I'll eventually wear him down. Okay, here goes. What the? The dragons disappeared! The Dragon Balls, they're stone! Grand Elder Guru, he's gone. He finally died. What do you mean? What about my immortality?